Zunächst mal haben alle Bundesländer ein Flüchtlingsproblem. Die Zahlen sind viel stärker gestiegen, als die Prognosen zunächst erwartet haben. Wir gehen jetzt von mindestens 230.000 Flüchtlingen aus, die in diesem Jahr neu nach Deutschland kommen. Berlin nimmt davon 5% auf. Berlin hat wie die anderen Stadtstaaten Hamburg und Bremen natürlich das Problem, dass es viel weniger Platz gibt, um die Flüchtlinge unterzubringen. Und Berlin hat noch ein weiteres Problem. Viele der Flüchtlinge, die dann auch in andere Bundesländer weitergeschickt werden, kommen zunächst in Berlin an und müssen hier auch für mehrere Tage versorgt werden. Es sollen weniger als bisher Flüchtlinge untergebracht werden in Unterkünften, die von privaten oder frei gemeinnützigen Trägern angeboten werden und die der Senat dann mietet. Man geht jetzt dazu über, die Flüchtlinge verstärkt in landeseigenen Immobilien unterzubringen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen sollen landeseigene Immobilien, die leer stehen, umgebaut werden zu Flüchtlingsheimen. Das dauert allerdings in der Regel 6 bis 12 Monate. Das heißt, das ist keine kurzfristige Lösung. Für diese kurzfristige Lösung hat der Senat beschlossen, Wohncontainerdörfer für Flüchtlinge zu errichten. Da handelt es sich also um sogenannte Modularbauten, die relativ schnell aufgestellt werden können. Es sollen 2.400 Plätze geschaffen werden in insgesamt 6 solcher Dörfer. Das erste soll noch vor Weihnachten eröffnet werden in Köpenick, die andere 5 dann im Laufe des ersten Quartals des kommenden Jahres. Die große Herausforderung für die letzten Monate dieses Jahres ist, dass erfahrungsgemäß in dieser Zeit immer noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Für die müssen ganz schnell Lösungen her. Deswegen hat der Senat beschlossen, jetzt sogar Traglufthallen aufzustellen, in denen Flüchtlinge dann unmittelbar nach ihrer Ankunft untergebracht werden können. Das können natürlich nur Lösungen für wenige Tage sein. So ist es aber auch gedacht. Die zweite große Herausforderung betrifft die Bundesebene. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das die Asylanträge zentral bearbeitet, muss dringend personell aufgestockt werden. Das ist auch eine zentrale Forderung der Bundesländer. Bislang dauert die Bearbeitung der einzelnen Asylanträge einfach viel zu lange. Diese Zeit muss verkürzt werden. Das hilft dann auch den Ländern, die Flüchtlinge angemessen unterzubringen.